Vielen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank auch für die nochmalige Wiederholung der Ideen von Troeltsch hier an dieser Stelle. Dazu sind mir dann gleich zwei Dinge eingefallen. Das erste ist, dieser schöne Begleitspruch von Dorothee Sölle ist eigentlich im Original von Karl Rahner. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird überhaupt nicht sein. Das ist das Zitat nach Karl Rahner. Insofern eine interessante Übereinstimmung zwischen Dorothee Sölle und Karl Rahner. Dann ist mir sehr aufgefallen, dass, ich bin ja ein katholischer Theologe, dass in der katholischen Kirche der Begriff Sekte eine andere Bedeutung hat als die, die von Troeltsch vorgetragen worden ist. Eine Sekte ist im Grunde ein heretisches Gebilde, also hängt mit Häresie zusammen. Also ein Heretiker wird auch gelegentlich als Sektenmitglied dann betrachtet. Das heißt, die Sekte ist sozusagen eine kollektive heretische Strömung, die sich getrennt hat, etwa von den kirchlich anerkannten Kreisen, in denen es so etwas wie Mystik gibt, also dominikanische Mystik jetzt auf Erfurt hin, oder franziskanische Mystik passt eigentlich auch nach Erfurt, weil die beiden Kirchen ja, die beiden Klöster nicht so weit voneinander entfernt waren. Aber es ist ganz interessant, dass diese Frage der Sekte und der Häresie auch in der evangelischen Kirchengeschichtsschreibung eine ziemlich große Rolle spielt und ich mich oft gefragt habe, ich komme auch im Vortrag nochmal darauf zurück, inwieweit denn diese Art von Ausgliederung erfolgt ist in einer Form, die diejenigen, die ausgegliedert worden sind, nicht akzeptieren würden. Das ist immer ein Problem, wenn man von Sekten und von Häresie spricht, ob diese Bezeichnung von denen mitgetragen wird, die gleichsam damit gemeint sind. Das war sozusagen jetzt ein erster Vorspruch. Ein zweiter Vorspruch richtet sich auf meine Bekanntschaft mit Dorothee Sölle. Wir haben insofern etwas gemeinsam, als wir beide Germanistik studiert haben. Sie ist etwas älter als ich, 1929 geboren, ich bin 1940 geboren. Aber sie hat dieses berühmte Habilitationsschrift über Realisation geschrieben, in der sie versucht hat, eben gerade bestimmte religiöse Gehalte auch in der Literatur auf säkulare Weise zu sichten, und das war eine germanistische Habilitationsschrift. Ich selber hätte eigentlich auch in Germanistik habilitieren müssen, in meinem Fall, ich weiß nicht, wie es bei Dorothee Sölle war, müssen, und zwar deswegen, weil ich kein Priester war und weil in der Zeit, in der ich habilitiert habe, es nicht zulässig war, dass ein Laie, also ein Nichtpriester, in diesem theologischen Fach, das damals Moraltheologie hieß und heute manchmal auch noch so heißt, habilitieren konnte. Während ich noch mitten in der Habilitation für Germanistik war, kam aber die Erlaubnis der Deutschen Bischofskonferenz, dass Laien auch in diesen Fächern, in diesen vorbehaltenen Fächern, das waren neben Moraltheologie noch Dogmatik und Neues Testament, habilitieren könnten. So war ich der erste Laie, der in diesem Fach habilitiert hat und auch weltweit der erste Laie, der einen solchen Lehrstuhl bekam, 1974. In Freiburg war das möglich, in Deutschland war es damals noch nicht möglich. Nun, die Gemeinschaft in der Germanistik ist das eine. Und die hat uns einmal zusammengeführt im Jahre 1982 bei einer Tagung, die in Trier stattfand, an der Katholischen Akademie, für Mitglieder der sogenannten Cusane-Stiftung. Das ist so eine katholische Begabtenstiftung für die Universitäten. Und das gemeinsame Thema war eigentlich schon Literatur und Theologie, aber wir konnten uns nicht so gut dabei verständigen, Dorothee Sölle und ich. Das hing, wie ich dann später merkte, gar nicht so sehr damit zusammen, dass wir unterschiedlicher Meinung waren, sondern das hing etwas damit zusammen, dass sie gegenüber den evangelischen wie katholischen Theologieprofessoren so etwas hatte wie ein Verletzungssymptom. Weil sie in der Theologie keinen Lehrstuhl bekommen hatte, hatte sie einen gewissen Widerstand gegen die Etablierten in diesen Fächern. Und dazu gehörte bei dieser ersten Bekanntschaft ich ja auch in der Wahrnehmung. Das verlor sich dann im Laufe der Zeit. Ich kann noch dazu sagen, was Verletzungen betrifft, meine Verletzung war ja anderer Art. Die bestand in der Behinderung des Laien in einer klerikalen Kirche.
diese Behinderung dauert bis heute noch an. Insofern konnten wir uns dann ein paar Jahre später, als wir uns in Tübingen getroffen haben, wo sie zu einem Vortrag eingeladen war an der Evangelisch-Theologischen Fakultät, sehr gut verständigen, denn sie nahm mich von vornherein aus ihrer Schelte für die Theologieprofessoren. Inzwischen hatte sie auch meine Ausführungen über Meister Eckhart gelesen und da hatten wir gleichsam einen Verständigungsraum, in dem wir uns beide zusammen wohlfühlten, zumal ich 1972 bereits ein kleines Buch geschrieben hatte, das hieß Christus, das Soziale im Menschen, Texterschließungen zu Meister Eckhart. Also schon diese Verbindung von einerseits tiefer Innerlichkeit, Mystik genannt, und andererseits sozialem Engagement. Ich muss freilich sagen, dass ich damals von einem Herausgeber der Meister Eckhart-Werke in einer Besprechung gescholten worden bin, jetzt werde sogar Meister Eckhart sozialistisch interpretiert. Davon war ich weit entfernt, aber ich habe einen Augenblick überlegt, ob ich das Buch nicht Mystik und Radikalsozialismus nennen sollte. Wobei die Radikalsozialisten in Frankreich, ich bin Saarländer, also neben Frankreich aufgewachsen, die Radikalsozialisten in Frankreich, das waren die Liberalen, also keineswegs die Marxisten. Insofern gibt es hier immer schon diese Art von gemeinsamen Interesse zwischen Dorothee Sölle einerseits und mir andererseits, auch bedingt durch einige Überschneidungen, die ich Verletzungen genannt habe und die sehr unterschiedlicher Art gewesen sind. Und es gehört dazu, dass ihr Ehemann, Fulbert Stefensky, in meinem Nachbardorf geboren ist im Saarland. Das heißt, auch da gibt es eine gewisse Zusammengehörigkeit. Er ist ja dann später von der katholischen Kirche in die lutherische Kirche gewechselt. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren in Luzern gesehen, wo er wieder verheiratet ist. Und das ausgerechnet mit einer Schülerin von mir aus der Zeit, in der ich in Fribourg gelehrt habe. Also es ist in diesem Bereich so, dass es mit sich gebracht werden kann durch die Zufälle der regionalen Begegnungen, dass sich Menschen besser kennenlernen, die miteinander auf eine andere Weise dann auch durch ihre Schriften zu tun haben. Nun, mein Thema lautet ja Mystik, Widerstand und Politik, Zugänge bei Meister Eckhart und ich füge hinzu, und Marguerite Porret. Es ist nämlich so, Meister Eckharts Lebensdaten werden Ihnen bekannt sein, 1260 bis 1328. Das heißt, wir haben da auch bald ein Jubiläum vor uns. Und Marguerite Porret ist ungefähr gleichaltrig. Wenn überhaupt, dann ist er ein wenig älter und ist 1250 schon geboren worden. Darüber wissen wir nichts Genaues. Es gibt keine solchen Dokumentationen in irgendwelchen Beschreibungen des Aufstiegs einer Frau zur Autorin. Das ist bei Männern und Professoren in der damaligen Zeit selbstverständlich anders gewesen. Also gehen wir davon aus, dass sie in etwa gleichaltrig sind. Und Marguerite Porret ist ja dann 1310 als Ketzerin, als Heretikerin in Paris von der Inquisition dem Feuer überantwortet worden. Vorher schon im Jahre 1306 in Valenciennes, wo sie zeitweise lehrte. Ihr Buch, der Spiegel der einfachen Seelen, Le Miroir des Simples Âmes, ein Buch, das ich auch versuche, sozial zu charakterisieren, weil etwa um 1300 herum ein Franziskaner eine Fürstinnenspiegel geschrieben hat für die französische Königin mit Namen Johanna. Und diese Königin hat es dann übersetzen lassen ins Französische. Und dort hieß es dann Le Miroir des Dames. Wir können hinzufügen, Le Miroir des Nobles Dames. Das heißt, das war sozusagen ein ganz anderes Genre, ein gehobenes Genre der Adligen. Und wenn man das jetzt nun weiß, und ist mir eigentlich als erstem aufgefallen, dass der Spiegel der einfachen Seelen in Kenntnis eines Spiegels der noblen Damen geschrieben worden ist, dann bekommt das einen ganz anderen, nämlich einen sozialen Touch. Und darüber müsste eigentlich noch gearbeitet werden, das werden wir in Erfurt auch bei Gelegenheit versuchen. Marguerite Porret nehme ich deswegen, weil sie nicht nur eine Zeitgenossin Meister Eckharts war und weil ich nicht nur davon ausgehe, dass
als Meister Eckhart Lektor war in Paris, nämlich 1293, zwischen beiden eine Begegnung stattgefunden haben könnte. Die literarische Begegnung ist offenkundig. Das heißt, es gibt bei Meister Eckhart Stellen, die man nur erklären kann, wenn man einen Kontakt zu Marguerite Poret voraussetzt. Die berühmteste Stelle ist das Ahne Warumbe, also ohne worum willen, bei Meister Eckhart, die bei Marguerite Poret heißt Vivre sans pourquoi, Leben ohne warum. Und diese Verbindung ist so stark, dass auch die anderen Aspekte, die damit zusammenhängen, durchaus Berührungspunkte aufweisen. Das ist also ein Grund, weshalb ich Marguerite Poret zu Meister Eckhart hinzuziehe. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man Meister Eckhart vielleicht nicht ausreichend versteht, wenn man ihn einerseits nur als einen großen Philosophen und Theologen zur Kenntnis nimmt und andererseits als einen Prediger gegenüber vor allen Dingen Ordensfrauen zur Kenntnis nimmt, sondern wenn man auch sieht, dass es damals eine sehr starke freigeistige soziale Bewegung gegeben hat zu dieser Zeit. Die Brüder und Schwestern des freien Geistes werden sie genannt, aber da haben wir schon das Problem. Von wem werden sie so genannt? Dass Freiheit eine Selbstbezeichnung ist, das wissen wir. Aber dass die Freiheit des Geistes, das wäre ja ein paulinisch durchaus zentrales Wort, dass sie benutzt worden ist, um jemanden negativ zu charakterisieren, das ist etwas anderes. Und das geschieht von der offiziellen Kirche aus, also von der offiziellen Hierarchie aus. Und meine Entdeckung ist auch, dass dieser ganze Prozess, der gegenüber der Begehene Marguerite Poret geführt worden ist, in den Jahren 1308 bis 1310 in Paris, gleichzeitig mit dem sogenannten Templerprozess in dieser Zeit, den der König geführt hat, dass dieser Prozess ein Musterprozess war, der dazu diente, das Ergebnis dieses Prozesses in das Konzil von Vienne eintragen zu können. Das heißt, im Konzil von Vienne hat man genau jene Verurteilungen ausgesprochen, die bei dem Prozess eine zentrale Rolle spielten. Und der zentrale Punkt, der im Mittelpunkt stand, war nicht die Freigeisterei, sondern war die Libertinage. Marguerite Poret hat überhaupt nicht missverständlich darüber gesprochen, dass wenn man in der Einheit mit Gott sei, man das dann das tun könne, was immer man von Natur aus wolle. Das ist das zentrale Zitat, das dann übernommen worden ist in die Konzilsdeklaration und dazu geführt hat, dass die Brüder und Schwestern des freien Geistes in einem langsamen Tempo steigend verfolgt worden sind. Insofern ist das Schicksal von Marguerite Poret auch instrumentalisiert worden, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits, um gleichsam eine Libertinage der Straße zu verhüten. Diese Libertinage der Straße gab es damals durchaus. Also es ist Rudolf von Bibra, der das schildert in seinem Occultus Effordensis, dass es neben den Beginen in den Häusern, die er sehr lobte, wegen ihrer Frömmigkeit, auch die umherziehenden Frauen gab, die Brot durch Gott riefen und sozusagen sich als Bettler durchschlugen und die gleichzeitig dann aber auch in den Betten der Erfurter Studenten gelandet sind. Das heißt, man muss einfach sehen, wie hier Dinge miteinander in Zusammenhang gebracht werden, die an sich nicht in Zusammenhang stehen. Also die Beginenhäuser etwa und die Libertinage von Frauen, die Brot durch Gott riefen und durch die Straßen gewandert sind und einen lockeren Lebenswandel sich vorgenommen hatten und sich auch vielleicht dadurch unterhalten mussten. Diese Vermischung, die hängt natürlich damit zusammen, dass die oberste Hierarchie, also jetzt in diesem Falle reden wir vom Jahre 1310, Clemens V., dass die oberste Hierarchie darüber nachgedacht hat, wie sie verhindern kann, dass diese Laienbewegung, die zum Teil auch sich vom Franziskanerorden abgespalten hatte, dass diese Laienbewegung in irgendeiner Weise in der Kirche an Bedeutung gewann, und das wäre eine Entklerikalisierung und eine Enthierarchisierung gewesen, an der die Innerlichkeit eine andere Bedeutung bekommt, die persönliche Lebenserfahrung, die geistliche Tiefe eine andere Bedeutung bekommt, als die Ernennungsurkunden, die für die Hierarchie ausgegeben worden sind. Es ist also, wenn man so will, eine richtige soziale Auseinandersetzung, die damals stattfand, und in diese soziale Auseinandersetzung muss man sich Meister Eckhart hineindenken. Er hatte sozusagen ein
Also Meister Eckhart hat in dieser Zeit vor allem in Straßburg gepredigt. Seine Aufgabe, die er erhalten hatte als Vertreter des Ordensgenerals, ist nicht so eindeutig zu beschreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er wegen seiner besonderen Sprachkundigkeit in der Volkssprache, denn nicht alle Prediger hatten dieses vielsprachige Niveau, das Meister Eckhart hatte, der ja in diesen verschiedenen deutschen Sprachen reden musste, also Ripuarisch in Köln beispielsweise oder Alemannisch in Straßburg oder hier Thüringisch. Und das ist ganz interessant, dass diese Predigten auch in diesen unterschiedlichen Sprachen überliefert sind. Infolgedessen muss er auch ein Sprachgenie gewesen sein, was ja auch von den Germanisten als solches herausgearbeitet worden ist bei ihm. Er ist der Worte wie Bildung und Wirklichkeit in die deutsche Sprache so stark eingebracht hat, dass wir sie heute noch, wenn auch meist in einem anderen Sinn als er selbst, benutzen. Diese Bedeutung, die er hatte, könnte auch dazu geführt haben, dass ihn der Orden beauftragt hat, die deutschen Übersetzungen lateinischer Texte zu kontrollieren. Weil immer mehr lateinisch-scholastische Texte, etwa von Thomas von Aquin, ins Deutsche übersetzt worden sind und weil man dazu natürlich die Kenntnis eines Theologen, der sowohl in der Volkssprache als auch in der Pariser Situation gebraucht hat. Das sind Überlegungen, denen wir noch nachgehen. Im Grunde kann man da auch noch einfügen, etwa 65 Predigten von Meister Eckhart sind nicht in der wissenschaftlichen Ausgabe ediert. Das heißt, wir haben noch zu erwarten in den nächsten Jahren, vor allem mit digitalen Methoden, dass diese 65 Predigten zugänglich werden, also auch in neuhochdeutscher Übersetzung. Sie werden das Bild von Meister Eckhart nicht grundlegend verändern, aber sie werden es nochmal ein Stück reichhaltiger machen. Vor allen Dingen wird dabei auffallen, dass viele von diesen Texten von den Kontrolleuren der wissenschaftlichen Ausgabe deswegen zurückgestellt worden sind, weil man in ihnen eine zu große Nähe zu den Brüdern und Schwestern des freien Geistes vermutet hat. Und da haben Sie wieder das Problem, das ich am Anfang schon benannt habe, wie kommen die Menschen zu ihrer Benennung, obwohl sie in sich selbst keine geschlossene Gemeinschaft darstellen, sondern zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Die Beginen, die gleichsam in Häusern lebten, eine strenge Ordnung und eine Magistra hatten, aber sie waren gleichsam nicht in einer gemeinschaftlichen, päpstlichen Urkunde anerkannt. Sie waren nur gefördert, vor allem in den Städten. Das heißt, sie waren in gewisser Weise frei, aber auch frei wild, wenn es gegen sie vorging. Und auf der anderen Seite eben das, was ich die Straße genannt habe, und auf dieser Straße tummelten sich dann die Apokalyptiker zum Beispiel herum, die davon sprachen, von der Wiederkunft des Heiligen Geistes, die davon sprachen, dass der Klerus den Geist verloren habe, der wieder neu von unten aufgebaut werden müsste. Wenn Sie dem nachgehen wollen, lesen Sie Der Name der Rose. Da werden alle diese verschiedenen apokalyptischen Vorstellungen von durchaus in schöner Diktion zitiert. Ich komme zurück zu Meister Eckhart. Was ist denn die zentrale Botschaft, wenn man zunächst einmal davon ausgeht, dass Meister Eckhart Theologe ist und dass er versucht, also eine tiefe Reflexion der Theologie unter möglichst viele Menschen zu bringen? Da ist die zentrale Auskunft über die Theologie Meister Eckharts ist, es ist eine Theologie der Menschwerdung. Die Menschwerdung Christi ist sozusagen der Türangel an der Zeit. Die gesamte Zeit dreht sich nicht nur rückwärts und nach vorne, sondern sie dreht sich gleichsam wie ein Kreis um diese Angel, die sogenannte Fülle der Zeit, von der ja auch gelegentlich in der Theologie die Rede ist. Das heißt mit anderen Worten, so gesehen ist dieser Zeitpunkt der Menschwerdung identisch mit der Menschwerdung überhaupt, das heißt auch mit dem Werden des Menschen in der Schöpfung. Nimm die Zeit weg, sagt Meister Eckhart, und alles stimmt überein. Das heißt, zu dieser Theologie der Menschwerdung gehört eine sehr große Nähe von Schöpfung und Menschwerdung, von Christusereignis und Schöpfungsereignis. Und das scheint mir nun politisch durchaus auch heute noch sehr wichtig zu sein. Das ist auch ein Punkt, den Karl Rahner mal versucht hat aufzugreifen, indem er vom anonymen Christen gesprochen hat. Das ist kein schöner Titel, finde ich. Aber was gemeint ist, ist, dass eigentlich alle Menschen zu der von Christus vermittelten Menschenwürde Zugang haben.
Gott ist Mensch geworden, heißt für Meister Eckhart, dass Gott die Menschheit angenommen hat, also die Menschheit jedes Menschen. Menschwerdung ist eine menschheitliche Werdung Gottes. Dadurch wird der Mensch sehr erhöht. Und Eckhart sagt das auch ganz deutlich, ich habe Gott enthüllt. Ich schrieb es sogar in mein Buch, um es mir zu merken. Und ich habe damit den Menschen erhöht. Eine der Schriften heißt ja deswegen auch Adel der menschlichen Seele, weil wir sprachen kurz mal über die noble Dame, nicht? Also über die Spiritualität für den Adel, die Tugenden für den Adel. Bei Meister Eckhart ist der Adel schon längst verbürgerlicht. Das heißt, es ist etwas, was jedem Menschen zugesprochen wird, aufgrund der Erhöhung, die in der Enthüllung Gottes in der Menschwerdung liegt. Wobei zu der Enthüllung auch das Kreuz gehört, aber das Kreuz als Konsequenz der Menschwerdung, nicht noch einmal für sich selbst betrachtet als ein Opfer der Erlösung. Es ist keine Kreuzeserlösungstheologie und deswegen ist es auch keine Erbsündentheologie. Der Meister Eckhart spielt die Erbsünde im Gegensatz zu Augustinus keine zentrale Rolle, sondern die Schöpfung ist entscheidend und die Störung der Schöpfung ist eine ganz allgemeine, so wenn man Paulus aus dem Römerbrief zitieren würde, weil eben in Adam alle gesündigt haben, also weil jeder Mensch nicht sündenfrei ist, sondern weil das ein Event ist, das jeden Menschen zu jeder Zeit der Geschichte betrifft, aber nichts zu tun hat mit irgendeiner erblichen Ursünde. Diese Vorstellung ist bei Meister Eckhart sehr klar. Wir haben auch in unserer Forschungsgruppe darüber Arbeiten veröffentlichen lassen. Das ist ein Amerikaner, John Connolly, der das besonders sorgfältig gemacht hat, indem er die Paradieses-Erwähnung der Meister Eckhart studiert hat und Adam und Eva sich genau angesehen hat. Worauf es mir aber ankommt, ist das zentrale Wort Menschwerdung als Begründung der Menschwürde, der Menschenwürde. Wir haben in der großen christlichen Tradition meist die Menschwerdung mit der Schöpfung zusammengetan, Gottebenbildlichkeit. Also auch der Humanist Pico della Mirandola, der über Menschenwürde schreibt, der hat vor allem die Schöpfung des Menschen vor Augen und lässt dann noch das ganze Ereignis, was geschichtlich passiert, also was mit der Sünde verbunden ist und was mit der Erlösung verbunden ist, das lässt er davon zunächst einmal unberührt und dann wird es sozusagen gleichsam eine christliche Besonderheit, aber genau diese christliche Besonderheit ist es bei Meister Eckhart nicht, sondern diese Art von Menschheitswerden betrifft dann selbstverständlich auch jeden Menschen, auch wenn er kein Christ ist. Da wird man dazu sagen, naja, kommen denn die Muslime auch in den Himmel? Ich kann mich erinnern, dass ich mal ich habe lange in einem pietistischen Dorf gelebt bei Tübingen, dass ich einmal in einer Predigt gesagt habe, Muslime kommen auch in den Himmel und der Gemeinderat hat mich nachher zur Rede gestellt. Aber bei Meister Eckhart ist es selbstverständlich, dass das Angebot an alle Menschen ergeht durch diese Menschheitswerdung oder Menschenwerdung Jesu von Nazareth. Das ist keine Mannwerdung, es ist eine Menschwerdung. Es ist eine Menschheitswerdung. Das ganze Menschengeschlecht ist in dem Sinne erhoben, erhöht und geadelt. Und das heißt mit anderen Worten, der Zugangsweg ist für alle offen. Das macht es dann möglich, nicht, dass wir sagen können, das ist ein Menschenwürdebegriff, der gilt nun ganz unabhängig von der christlichen Religion, sondern er hat diesen Impetus in der christlichen Religion, sehr wohl. Aber das bedeutet selbstverständlich eine Verpflichtung der Christen, falls man diesen Ausgangspunkt wählt. Mindestens sie selber dürften nichts im Zusammenhang gegen die Menschenwürde tun. Und das kann allerlei Dinge heißen. In meiner katholischen Kirche kann das eine Menge heißen. Worauf ich hinaus will, ist, dass Meister Eckhart wirklich eine sehr eigenständige Theologie hat, die als solche nicht Nachfolger gefunden hat bis in unser Jahrhundert hinein. Ich habe Karl Rahner als Beispiel dafür genannt, der diese Züge nicht von seinem Lehrmeister Thomas von Aquin, sondern eben von Meister Eckhart übernommen hat und dessen Bruder ja auch einen schönen Aufsatz geschrieben hat in den 30er Jahren zu der Gottesgeburtslehre von Meister Eckhart und ihrer Herkunft aus der Lehre der Kirchenväter. Das Projekt, in dem wir gegenwärtig arbeiten und in dem ich angestellt bin als Mercator Fellow, ist Meister Eckhart und die griechischen Kirchenväter. Und was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass die griechischen Kirchenväter die Erlösungslehre von Anselm von Canterbury nicht haben. Die Erlösungslehre von Anselm von Canterbury ist ja das Blutopfer Christi, das gebracht werden musste, um den
den zornigen Gott nach der Erbsünde zu versöhnen. Völlig fremd ist dieser Gedanke, Meister Eckhart. Denn er kann sich einen Gott nicht vorstellen, der ein Blutopfer eines Menschen verlangt, damit der Mensch, die menschlichen Sünden gesühnt werden. Sondern diese Sühne besteht in der Selbstenthüllung Gottes, in der Menschwerdung, in Weihnachten, wenn Sie so wollen. Und deswegen ist Weihnachten von so großer Bedeutung, dass auch die Predigten, die Luther von Eckhart gelesen hat, ohne den Namen zu kennen in den Tauler-Ausgaben, sind alles Weihnachtspredigten. Die haben Luther außerordentlich gut gefallen, aber es ist der frühe Luther. Durch die Möglichkeit, auf diese Weise die Menschheitswerdung Jesu von Nazareth auszudehnen auf alle Menschen, wie gesagt, als explizite, intensive Vorgabe für Christen, nicht um die anderen Menschen gleichsam aufzudrücken oder zuzumuten. Aber wenn nicht wir, ist dann die Antwort, die da erfolgen musste, wenn von daher an die Menschenwürde gedacht wird. Und das spielt nun in das Religionsgespräch hinein. Ich würde das politisches Religionsgespräch nennen, das eine Rolle spielt in der Zeit Meister Eckharts. Und ich erwähne dazu Raimondus Lullus, ein Spanier, ein Laie übrigens, der als Philosoph gewirkt hat, ganz weit, auch in Paris auch Meister Eckhart getroffen haben kann. So beschreibt es jedenfalls der Philosoph Rüdi Imbach ziemlich genau. Und Raimondus Lullus, der hat das Religionsgespräch versucht in Gang zu bringen. Und das musste er tun gegen die etablierten Theologen, die der Meinung waren, dass man kein beweisführendes Gespräch zwischen den Religionen führen kann. Das ist auch schwierig. Und auch Raimondus Lullus hat einen Traktat geschrieben, wo er die verschiedenen Religionen mit einem Laien diskutieren lässt und am Ende ist man nicht zu einem Ergebnis gekommen. Dennoch, er war der Meinung, dass diese Gesprächskultur notwendig ist. Und da entspricht es vollkommen dessen, was Meister Eckhart inszeniert hat in seinen Werken, eine Gesprächskultur mit den Muslimen und mit den Juden. Bei den Juden, ganz klar, nach Augustinus ist Moses Maimonides der Autor, den er am meisten zitiert und den er auch braucht bei seiner Auslegung des sogenannten Alten Testamentes. Und Avicenna und Averroes, das alles kann man beim Philosophen Kurt Flasch nachlesen. Meister Eckhart, Philosoph des Christentums, ist sein sehr bekanntes Werk. Und in der Tat, die Spuren der Wahrheit in den Religionen, das ist eine Formulierung des Vatikanischen Konzils, die werden hier überboten im Religionsgespräch durch die philosophische Brücke, die Menschen aus Spanien, Muslime aus Spanien, Moses Maimonides gehört ja auch nach Spanien und nach Ägypten, dass diese Menschen in diesem europäischen Dialog mit eingebracht haben, dass es ein solches Religionsgespräch geben kann, aus der Offenbarkeit der jeweiligen Texte heraus. Denn das sage ich jetzt gegen Kurt Flasch, es ist nicht so, als wenn Eckhart versucht hätte, die gesamte Theologie in Philosophie zu verwandeln. Da gibt es ein Programmwort in seiner Auslegung des Johannesevangeliums, wo es eben heißt, er versucht, die Offenbarung mit den vernünftigen Gründen der Philosophen zu erklären. Das versucht er sicher, aber an anderer Stelle, die Flasch übersehen hat, sagt er, man wird nicht erst zur Vernunft geführt, um dann den Glauben zu beweisen. Sondern wenn man glaubt und von den Texten der Offenbarkeit ausgeht, dann ist man dazu verpflichtet, nicht faul zu sein, sondern die gesamte Philosophie zu Rate zu ziehen, um diese Texte besser zu verstehen. Das ist die Konzeption von Meister Eckhart. Man darf nicht übersehen, dass das die Zeit ist, in der noch Kreuzzugsplanungen eine Rolle spielten, was die Muslime betrifft. Vor allem in jenseits des Mittelmeeres, also direkt in dem makedonischen Land, in Nordafrika. Oder es war auch die Zeit der Judenvertreibung. Also wir reden jetzt von den Jahren am Anfang des 14. Jahrhunderts, also nicht von Erfurt, wir reden von Paris, von der Judenvertreibung, die in Frankreich stattgefunden hat. Und in dieser Zeit gleichsam diesen Dialog auf diese Weise aufrechtzuerhalten, da kann man natürlich sagen, das war besonders gut möglich in den Hörsälen von Paris, wo ja doch niemand aus der Gesellschaft weiter zugehört hat, aber das ist nicht ganz richtig. Denn es gab eine ganze Reihe von Übersetzungsvorgängen. Diese Übersetzungsvorgänge waren auch wiederum strittig. Also ich nenne nur die Tatsache, dass bereits im
13. Jahrhundert in Paris Bibelübersetzungen ins Französische auslagen. Und dass einer der Theologen sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, das kann doch wohl nicht sein, dass die Sprache gewechselt wird, also aus der heiligen Sprache des Latein, auch nicht die Ursprache des Neuen Testamentes, in die französische Säkularsprache, in die Sprache von jedermann und jeder Frau. Das hat er als sehr bedenklich angesehen, und in der Tat sind Bibelübersetzungen auch nicht so ganz gern gesehen worden, aber es gibt sie. Ein Kollege von mir, mein Nachfolger als Präsident der Meister-Eckhart-Gesellschaft, hat ein großes Projekt, österreichische Bibelübersetzungen aus dieser Zeit. Und die Verfolgung der Bibelübersetzungen hat dazu geführt, dass sie immer nur in Teilen überliefert sind, also nicht im ganzheitlichen Format und natürlich nicht Übersetzungen aus der griechischen oder hebräischen Ursprache, wie sie später im Humanismus möglich waren. Was ich hier jetzt vor Augen habe und immer wieder neu ins Bewusstsein rufen muss, ist eine volkssprachliche Bewegung, eine volkssprachliche Frömmigkeitsbewegung. Das ist also nicht ein elitärer Kreis von Mystikern. Das ist nicht esoterisch, sondern das ist etwas, worüber die Leute miteinander auf der Straße teils gesprochen haben, worüber die Leute natürlich auch sehr unterschiedliche Gruppen gebildet haben, und vor allen Dingen, diese Leute waren literarisch tätig in der Volkssprache. Die bedeutendsten Leute der Umsetzung von Frömmigkeit in Volkssprache zu dieser Zeit ist Dante ins Italienische, Raimondus Lullus ins Spanische, Meister Eckhart ins Deutsche und Marguerite Porret ins Französische. Nur bei Marguerite Porret war es so, dass man nach dieser Verurteilung eine Damnatio Memoriae zustande gebracht hat. Das heißt, dieses Buch hatte dann ein Bestseller-Schicksal, also der Spiegel der einfachen Seelen. Es wurde übersetzt aus Französischen ins Lateinische, ins Englische und ins Italienische, nicht ins Deutsche. In Deutschland hatten wir ja auf der anderen Seite Mächte von Magdeburg und ähnliche Texte. Und diese Übersetzungen waren so weit verbreitet, dass beim Konzil von Basel, also jetzt im 14. Jahrhundert, ein Papst angeklagt worden ist, weil er 26 dieser Bücher in seiner Bibliothek hatte. Weil er natürlich gesagt hat, er muss natürlich die Häresie kennen. Aber die Verbindung ging verloren zwischen der verbrannten Begine und dem Buch. Und es gab viele Leute, die dann dieses Buch in einer Linie gestellt haben, etwa mit der Nachfolge Christi, der Brüder vom gemeinsamen Leben. Deswegen hat das Buch auch für sich selbst eine große Wirksamkeit erzeugt, bis dann erst 1948 eine italienische Forscherin gefunden hat, wer die wahre Autorin ist. Dass das die verbrannte Begine Marguerite Porret ist, deren Schicksal geendet ist am Scheiterhaufen in Paris auf dem Rathausplatz 1310. Nun, ich habe gesagt, es spielt eine große Rolle in der Theologie Meister Eckharts die Menschwerdung. Wie ist es denn jetzt nun bei Marguerite Porret? Also ich könnte noch mehr über die Theologie Meister Eckharts sagen, aber ich möchte doch versuchen, Marguerite Porret auch zu Wort kommen zu lassen in der Sprache der Liebe. Denn der Spiegel der einfachen Seelen ist ein Liebesbuch. Es sind Vorstellungen und Etappen des Sich-Hineinfindens in einen größeren Liebeszusammenhang mit dem sogenannten Fernnahen, Loin Près, also mit Gott, der zugleich nah ist, näher als wir selbst uns sein können, das ist der Augustinus, und zugleich so fern ist, dass wir letztlich nicht ihn richtig mit unseren Möglichkeiten erkennen und anerkennen können. Das heißt, dass er der Handelnde bleibt, und das ist eine Übereinstimmung zwischen Meister Eckhart und Marguerite Porret, die bei Eckhart in dem Wort Wirklichkeit gekennzeichnet ist. Wenn wir heute das Wort Wirklichkeit gebrauchen, dann haben wir nicht vor Augen, dass es sich nicht um Realität handelt. Das Wort Wirklichkeit gibt es im Französischen und Englischen nicht. Wenn wir im Französischen das Wort suchen, ist Reality, Realität, aber Wirklichkeit, das heißt die Dynamik, die in diesem deutschen Wort liegt, die ist eigen. Und die Frage ist nur, wann hat sich diese Dynamik so verflüchtigt, dass wir nichts anderes als Realität und Faktizität meinen, wenn wir heute sagen, das ist wirklich, das ist empirisch.
Aber gerade bei Meister Eckhart ist das Wort nicht empirisch, sondern es kommt aus dem Wirken Gottes. Meister Eckhart bezeichnet sein Predigtprogramm Gott als Luther Wurken, Actus Puris in Latein, also als ein lauteres, vollständiges, durchgängiges Wirken, als Aktivität. Und was der Mensch sozusagen umsetzt in der Schöpfung, aber auch in der Menschwerdung, in der Menschheitswerdung, das ist alles gleichsam im Anbeginn abhängig von diesem Wirken Gottes, und das ist wirkendes Wort. Also der Anfang des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort, wird von Meister Eckhart in dieser Hinsicht ganz streng ausgedeutet. Das Wort der Schöpfung und das Wort der Erlösung im Johannesprolog sind für ihn identisch. Das ist sozusagen die Repräsentation Gottes, das ist das Wort, weil wir sozusagen dinglich gar nichts anderes haben als Worte, die in einer Offenbarkeit, in einer Offenbarung dargelegt worden sind. Diese Wirklichkeit nachzuspüren und dann in diesen Worten das Wirken erstens zu spüren, sich berühren zu lassen davon, und zweitens ist es gleichsam ins Leben zu setzen. Das heißt, an der Stelle wird dann Meister Eckhart vom Lesemeister, vom Pariser Magister, zum Lebemeister, zum Spiritual, zu demjenigen, der Lebenskunst lehrt. Und zwar nicht Lebenskunst so, wie wir es in Bahnhofsbuchhandlungen finden können, sondern Lebenskunst doch stark gebunden an solche anderen Verständnisse von Gelassenheit. Am Wort Gelassenheit kann man das sehr schön zum Ausdruck bringen. Denn meistens denken wir doch, wenn wir das Wort so hören, ja, Unerregtheit, Unbeeinflussbarkeit, Coolness. Aber das ist bei Meister Eckhart gar nicht gemeint. Und das Wort Gelassenheit hat im Erbe, dass die Jünger alles verlassen haben, um Gott nachzufolgen. Sich selber lassen. Das, was nicht Not tut, verlassen. Sich auf etwas einzulassen. Und letztlich, so übersetze ich dann Gelassenheit mit Meister Eckhart, sich überlassen können. Sich einem anderen überlassen können. Und genau das ist das, was bei Marguerite Porete die zentrale Vorstellung ist. Liebe besteht darin, jetzt zitiere ich Augustinus, dass man aus Gott die Liebe in sich schöpft. Also die Liebe ist nicht zu Gott. Es ist in dem ganzen Zusammenhang dieser beiden Repräsentanten von Mystik ist nicht von der Liebe zu Gott die Rede, sondern immer, augustinisch, von der Liebe aus Gott. Dass Gott sozusagen dadurch, dass er der Wirkliche ist, der wirklich Liebende ist, dass wir eigentlich über Liebe im Vollsinne nur etwas wissen, wenn wir Gott begegnen. Das ist die Voraussetzung, aus der dann auf die irdische Liebe, auf alle Facetten der Liebe geschlossen wird, bei Meister Eckhart sogar so eindeutig, dass er sagt, eins als eins, das ist nichts, zwei als zwei ist auch nichts, aber eins als zwei in Liebe verbunden, das ist das Innigste und Hitzigste, was ich kenne. Wer natürlich jetzt den erotischen Beiklang vielleicht mitgehört haben, den es dann in diesem Sinne bei den Frauenmystikern auch gibt. Aber dieser erotische Beiklang liegt einfach daran, dass zu der damaligen Zeit die Leute keine Sprachhemmungen hatten in der Übertragung von erotischer Sprache in Liebessprache. Dazu diente dann das Hohelied des Alten Testamentes, in dem ja diese erotische Sprache bereits umgewandelt worden ist in Empfängnissprache, in das Schöpfen der Liebe aus Gott, aus dem Vater- oder Mutterschoß Gottes, wie es bei Meister Eckhart an einigen Stellen auch heißt. Bei Marguerite ist aber der Unterschied, dass sie weniger die Liebe des Vaters zum Sohn, in die der Mensch, weil er ja auch mit dem Sohn Mensch ist, nicht Menschwerdung, ausgedehnt auf uns alle, und dann sitzt jeder Mensch im Schoß des Vaters. Das sind die Bilder bei Meister Eckhart. Bei Marguerite Porete sind die Bilder etwas anderes. Dort ist es so, dass der Liebende derjenige ist, der umfängt. Also man ist nicht in dem Liebenden, man wird von dem Liebenden umfangen, umarmt. Dabei ist es ganz interessant, dass im Französischen Liebe ja Amour heißt, und das ist männlich. Also wir haben große Probleme, wenn wir Marguerite übersetzen wollen und dann immer an die Stelle von Amour die Liebe. Das ist ein falscher Zungenschlag, der dadurch entsteht. Wenn man übersetzt, der Liebende, ist es auch problematisch, weil es in sehr allgemeinem Sinne gemeint ist. Ich habe mich jetzt öfters schon mit solchen Übersetzungen versucht,
Worauf es mir hier ankommt, ist das Umfängliche, das Geborgensein in diesem Umfänglichen, des Fernnahen, des Geliebten, aus dem man die Liebe in sich schöpft. Und damit verbunden die Zurücknahme seiner selbst, eine Art von Annihilation bei Marguerite Porete, eine Art von Selbstrücknahme, die es zur Selbstvernichtung geht, die bis zum Aufhören der Selbstwahrnehmung geht. Das ist bei Meister Eckhart in anderer Sprache genauso ausgedrückt: Du bist nicht mehr Hinz und Kunz, nicht mehr Heinrich und Konrad, sondern du wirst ein anderer Mensch. Also die Änderung, die Selbständerung, ist in beiden Fällen ganz gewichtig im Vordergrund. Woran erkennt man nun diese Änderung? Darüber hat sich dann Meister Eckhart Gedanken machen müssen, weil er im Zusammenhang mit seinen Unterweisungen auch gefragt worden ist: Woran erkenne ich das? In den Predigten hat er solche Fragen dann aufgenommen und hat sie dann beantwortet. Dann hat er gesagt: Ja, durch dein Erleben nicht. Durch die Schärfe und Tiefe deines Erlebnisses nicht. Ja, wenn es nicht so ist, woran erkenne ich denn, dass ich mich geändert habe? Ja, das ist wie bei einem Blitz, der in einen Baum einschlägt, da drehen sich sämtliche Blätter um. Zitat Meister Eckhart. Aber woran erkenne ich, dass sich die Blätter umgedreht haben? Eckharts Antwort: Dadurch, dass du sozial tätig wirst. Also von vornherein gibt es kein anderes Erkennungszeichen bei Meister Eckhart für die Mystik, das, was wir Mystik nennen, also die Innerlichkeit, als die soziale Praxis. Das habe ich in meinem frühen Buch 72, Christus, das soziale Menschen, versucht herauszuarbeiten. Aber wie ist es denn bei der Marguerite? Bei der Marguerite ist es so, dass ihre Schwierigkeiten auch dadurch bedingt sind, dass sie schon am Anfang ihres Buches, das Buch ist etwas, was sie eigentlich mündlich auch vorträgt. Also wir müssen davon ausgehen, dass sie jetzt nicht gedruckte Kopien herum waren, sondern sehr viel ist eben vorgetragen worden. Und an der ersten Vorträge heißt es: Tugenden, ich will euch verlassen. Ich kehre euch den Rücken. Das hat natürlich kirchlich nicht besonders gut gewirkt, weil auch wegen der Übereinstimmung von Tugend, Dienst und Frau. Und in diesem Zusammenhang sah das dann so aus, als würde sie der Libertinage das Wort reden, wenn sie auf die Tugenden zu bezichten bereit ist. Dabei hatte sie Augustinus im Hintergrund, obwohl sie ihn nicht zitiert. Aber Augustinus sagt ja: Ama et fac quod vis. Liebe, und wenn du liebst, dann kannst du tun, was du dann willst. Und das ist nichts anderes als die zentrale Botschaft von Marguerite Porete, bei ihr verurteilt, bei Augustinus in den Himmel gehoben. Also das sind so Widersprüche, die man im Laufe der Kirchengeschichte dann an verschiedenen Stellen festlegen kann. Wirklichkeit hat etwas mit Wirken zu tun. Und es ist ganz interessant, dass die Spiritualität der Beginen, also aber auch die Spiritualität der Brüder und Schwestern des freien Geistes, da ist so eine Art Floating zwischen beidem, dass diese Spiritualität davon ausging, man möge sich möglichst den Pflichten des Alltags entziehen können. Also zum Beispiel in einem Beginenkloster, da konnte man, natürlich haben die Pflichten des Alltags eine große Rolle gespielt in einem Beginenkloster, die haben ja beerdigt, sie haben soziale Werke getan, sie haben Suppen gespendet und so weiter. Also es war in der Hauptsache soziale Tätigkeit, aber der Traum der Begehene war, dass nach Jahrzehnten dieser Tätigkeit sie zu Magdalenen ernannt werden, das heißt zu denjenigen, die nichts mehr tun müssen. Da müssen Sie daran denken, an diese Lukas 10, Maria und Martha. Darüber habe ich meine Doktorarbeit gemacht, die verschiedenen Varianten der historischen spirituellen Interpretation von Maria und Martha bis zu Meister Eckhart. Und es ist ganz interessant, dass es ja da steht, im lateinischen Text, nicht im griechischen: Maria hat den besten Teil der Welt. Sie wissen alle, dass es Maria, die auf dem Sofa sitzt, nicht, und aufstehen soll, während sie zuhört, um Martha in der Küche zu helfen. Und die Beginnen dachten dann eben halt, nach dem langen Martha-Dienst, dann kommt das Sofa. Ich denke, dass wenn man in die, es gibt ja noch Beginenhäuser, das sind ja oft Altenhäuser, die eigentlich so gedacht sind, dass man sich da auch aufs Sofa setzen kann, dass sich einkauft oder aufs Sofa setzt. Und
Es ist bei Margret Poret in der Tat so, dass sie diese Magdalena sich wünscht. Das heißt, sie kommt aus dieser aktiven Beginntätigkeit heraus und ihr Idealbild ist Maria Magdalena, die Auferstehungszeugin, diejenige, die in der Einöde gelebt hat, diejenige, die reine Empfänglichkeit gegenüber der Gottesliebe ausstrahlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Eckhart in seiner Predigt über Maria und Martha diese Vorstellung der Margrit und anderer vor Augen hatte und deswegen hat er die Predigt so geschrieben, dass Martha, die Wirkende, den Lohn davongetragen hat. Dass man mitten im Wirken schauen kann. So heißt die Neuauflage meiner Dissertation im Wirken schauen. Dass man mitten im Wirken schauen kann, das ist, wenn man so will, ein Stück erster Protestantismus in Meister Eckhart. Und das hängt nämlich damit zusammen, dass man ja auch in der Arbeit, bei Tauler ist das dann stärker, bei Luther noch stärker, dass man auch in der Arbeit, im Beruf, der weltliche Beruf, wird gleichgestellt mit der Klesis bei Paulus, also mit der Heilsberufung. Und dieses Zusammenwirken von Beruf und Berufung in der gesamten protestantischen Kirchgeschichte ist durchaus ein Erbe der Machterfrömmigkeit, die Meister Eckhart versucht hat, den Beginen gegenüber ins Spiel zu bringen. Das heißt also, was ich jetzt als Gemeinschaft zwischen Margrit und Eckhart geschildert hat, das ist nicht einfach spannungslos. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die beiden sich außer 1293 dann 1301 in Paris wieder getroffen haben, das ist jetzt bloß an der Fantasie, weil wir keinen Beleg dafür haben, dass möglicherweise auch über solche Kontroversen gesprochen worden ist. Und dass Margrit vielleicht gesagt hat, ja, aber mein fernnaher Geliebter, das ist vor allen Dingen, wenn ich es in einer Person, in der Trinität zum Ausdruck bringen soll, das ist der Heilige Geist. Brüder und Schwestern des Freien Geistes, das ist der Heilige Geist. Der Traum vom Heiligen Geist, den nennt sie den Sohn ohne Mutter. Ganz interessant, man könnte ja auch sagen, den Sohn ohne Vater. Das heißt, die Autorität wird zurückgenommen in dieser Vorstellung. In der Begeisterung wird die Autorität zurückgenommen. Und auch das hat in der Geschichte dann sehr viele spirituelle Erben. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass die beiden miteinander gesprochen haben und Meister Eckhart gesagt hat, Gottesgeburt in der Seele, Jesus Christus in dir, und dass sie gesagt hat, in mir ist der Heilige Geist. Ich kann das Gespräch nur erfinderisch nachstellen, aber es ergibt sich aus der Lektüre solcher Texte. Der Freie Geist, war das nun eine heretische Bewegung? Dass es eine Straßenbewegung gab, das habe ich vorher versucht zu schildern, aber diese Straßenbewegung war ja nicht literarisch. Also wo der Freie Geist literarisch ist, da ist er eine Laienbewegung. Das wird besonders sichtbar in dem Traktat von der Schwester Katrei in Straßburg, der ungefähr so 1316 entstanden ist, also zur Zeit Meister Eckharts. Und in diesem Traktat schildert eine Frau, wie sie selber das umwerfende Erlebnis gehabt hat und nach 3 Tagen, das ist Analogie zur Christi Tod, nach 3 Tagen aufersteht als neuer Mensch. Und das Interessante ist, das macht die Laienfrau gleichsam ihrem Beichtvater vor und er macht es nach. Er fällt auch 3 Tage ins Koma und steht dann wieder auf und hat dann gelernt, was er lernen soll. Jetzt sehen Sie die Umkehrung, die bei den Bewegungen des Freien Geistes eine Rolle spielt, dass nämlich die Laien auch imstande sind, die Kleriker zu belehren. Das heißt, es ist eine Enthierarchisierungsbewegung. Das Dumme ist nur, dass wir wenig solcher Selbstzeugnisse haben, mit denen wir genau original sagen können, das haben die sich wirklich so gedacht. Aber dieses Zeugnis der Schwester Katrei macht dann doch auch deutlich, weshalb die amtliche Kirche damals ihre Schwierigkeiten gehabt hat. Und weshalb sie gerne die bisherige Ordnung, die Ständeordnung, nicht weltlich gesehen, und die kirchliche Ständeorte, also klerikal gesehen, aufrechterhalten wollte, die Privilegierungen, die damit verbunden waren, und auch bis hin zu meiner eigenen Ernennung als erster Laientheologe für Moraltheologie, diese Vorbehalte, die damit verbunden waren. Wenn man nun versucht, diese Bewegung aber doch zu koordinieren, und wenn man auf der einen Seite diesen Werf sieht, der sich gegen die Ständeordnung und gegen die klerikale Ordnung richtet,
dann fragt man sich natürlich, warum ist Meister Eckhart selber der Prozess gemacht worden? 1326. Das heißt, die Anklage kam aus dem eigenen Orden in Köln, also seit 1323 ist der Meister Eckhart am Generalstudium der Dominikaner, an deren eigener Universität in Köln tätig, wo Albertus Magnus tätig war, wo Thomas von Aquin auch tätig war. Das ist gleichsam eine deutsche scholastische Schule. Und während er dort tätig ist, hält er auch für das Volk Predigten. Und diese Predigten kennen wir alle und wir wissen, dass diese Predigten alle sehr aufregend sind, weil sie eben versuchen, diese Gottesgeburt in der Seele zu schildern und weil sie auch die Gottfähigkeit jedes Menschen, also diese Unmittelbarkeit, diese Gegenwärtigkeit, Sie haben davon gesprochen mit Troeltsch, zum Ausdruck bringen. Und diese Predigten sind es dann, die im Wesentlichen dazu geführt haben, dass sich der Erzbischof eine Inquisitionsbehörde besucht hat, die natürlich dann nicht aus Dominikanern bestand, sondern aus anderen Orden, um diese Sprüche aus dem Deutschen ins Lateinische zu übersetzen und sie in ein lateinisches Anklageformat zu bringen in Köln 1326. Wir haben Meister Eckharts Rechtfertigungsschriften, in denen er seine Rechtsgläubigkeit im damaligen Sinne mit Hilfe von Thomas von Aquin zu beweisen versucht, aber es waren genügend theologische Gelehrte in Köln und später in Avignon, die gesagt haben, was auch immer es ist, wie gut es auch immer ist, aber Thomas von Aquin ist es nicht. Das war die Differenz, die diesen Gutachtern aufgefallen ist. Und Thomas von Aquin wurde 1323 heilig gesprochen. Das heißt, man konnte sich zwar auf ihn berufen, aber es gab auch den Verdacht, dass wenn man sich auf ihn beruft, man gleichsam an dieser Heiligkeit Anteil haben will. Das heißt, die Spannung, die um Meister Eckhart dann entstanden ist, die rührte einerseits daraus, dass er eine eigenständige Theologie hatte und dass diese eigenständige Theologie andererseits aber von ihm in Predigten unmittelbar zum Ausdruck gebracht worden ist. Er hat sozusagen den Laien nichts von den Universitätsgesprächen vorbehalten. Und deswegen wurde ihm beispielsweise vorgeworfen, dass er Gelehrtes vor Ungelehrten ausbreite. Er hat geantwortet wie Sokrates. Würde man nicht Ungelehrte lehren, so würden Ungelehrte niemals gelehrt. Also diese Differenz, die wollte er durch Bildung aufheben. Das ist sokratisch, das ist Pedaia, das ist griechisch, das ist eine große Kontinuität, aber es ist in gewisser Weise natürlich auch naiv. Denn wir haben ein Gespräch, wo ein Pfaffe mit ihm in Erfurt vor der Kathedrale diskutiert und sagt, also Meister, wenn du da reingehst, bitte sag nicht das, was du üblicherweise so sagst. Und dann sagt Meister Eckhart, wieso nicht? Und da sagt er, ja, ich habe vieles von dir gelesen, das ist alles wunderbar. Also sind tolle Eingebungen, die man von da bekommen kann. Aber verstehen das die Leute, wenn du denen das so einfach in der Volkssprache sagst? Da sagt Meister Eckhart, ich hoffe doch, nicht? Dafür bin ich da als Prediger, Predigerorden. Und daraufhin sagt der Pfaffe, der ihn zur Rede stellt, aber auch du bist mal in die Schule gegangen und hast erst das ABC gelernt. Und jetzt hast du Leute vor dir, die aus den ersten Schulklassen kommen. Und du erzählst ihnen das, was ihr in Paris verhandelt über die Trinität, Spekulationen, das kann nicht gut gehen. Meister Eckhart sagt, nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen nach einem solchen Gespräch, ist mir etwas zu sagen, so ist es hiermit gesagt. Also es gibt auch diese Selbstrücknahme bei allem gelehrten Bewusstsein, das er auch in seinen Predigten ausstrahlt. Nun, der Eckhart wehrt sich in seinem Prozess dagegen, dass er Neider hat, die ihm seinen Erfolg beim Volk neiden. Das heißt, es ist schon auch sein Genie in der Volkssprache von hohen Dingen, wie es heißt, zu sprechen und damit auch eine Verbrüderung oder Geschwisterlichkeit, eine Geschwisterlichkeit in dieser Art von Innerlichkeit zu erreichen, was die Menschen dann entsprechend für ihn einnimmt, aber andere gegen ihn aufbringt. Und dann ist es ganz interessant, dass er als zweiten Grund für diesen Prozess angibt, es ist mein Eifer für die Gerechtigkeit. Da fragt man sich natürlich, ja, da gibt es hochspekulative Überlegungen von Meister Eckhart über die Rechtfertigung und die Gerechtigkeit, die ich Ihnen jetzt nicht vortragen werde, aber die wirklich ganz interessant zu lesen sind, weil gerade in der Auseinandersetzung um Rechtfertigung
in der, im ökumenischen Dialog ist, hat Meister Eckhart eine ganz eigene, nicht genügend, wie ich finde, zur Kenntnis genommene Position, die im Wesentlichen darauf beruht, dass eben bereits in der Schöpfung die, der, der Plan der Menschwerdung anwesend ist. Und dadurch ist die Rechtfertigung des Sünders noch einmal ein ganz anderes Profil als das, was wir normalerweise in diesem Dialog diskutieren, von zwei Seiten her diskutieren. Also der entscheidende Punkt Gerechtigkeit, der ist so scharf formuliert, dass Kurt Flasch ihn auch immer gern zitiert: Wäre Gott nicht gerecht, ich würde nicht eine Bohne um ihn geben. Und da sehen Sie, dass doch offensichtlich zwischen dem, was wir Rechtfertigung oder Erlösung nennen, einerseits, und dem, was soziales Handeln ist, andererseits Gerechtigkeit, bei Eckhart eine Einheit besteht, die er nicht auseinandernehmen kann. So ähnlich wie bei der Menschenwürde. Und das führt natürlich dazu, ist zu vermuten, dass es sich entsprechend auch in Prozessen eingemischt hat, die in Köln damals gang und gäbe waren. Sein Eifer für die Gerechtigkeit. Seine Hilfe bei der Verteidigung der Beginen in Straßburg vorher. Wir wissen das nicht so genau in allen Einzelheiten, aber es wird darin deutlich, dass wenn wir von Politik und Widerstand reden, wir durchaus Elemente eines solchen Widerstandes bei dem Meister haben. Noch mehr haben wir solche Elemente des Widerstandes bei Margret Poret, und damit will ich dann auch diesen Vortrag abschließen. Wo ist der Widerstand von Margret Poret am deutlichsten spürbar? In ihrer Unterscheidung zwischen l'Église la Petite et l'Église la Grande. Die kleine Kirche, man kann es freundlich auch übersetzen, die kleinliche Kirche. Das ist für sie die hierarchisch geordnete Kirche. Das ist die Kirche, in der sozusagen einige das Sagen haben und andere das Schweigen. In diese Kirche nennt sie die kleine Kirche. Denn im Grunde sind die eigentlichen Kirchleute ja nur die Hierarchen, die Kleriker. Das ist die kleine Kirche, das ist die Kirche ohne die Laien. Und die große Kirche, das ist die Kirche, in der die Laien mit den Klerikern zu Wort kommen. Also in der katholischen Kirche haben wir ja jetzt diesen synodalen Prozess, wo man gelegentlich darüber nachdenkt, ob die Laien wirklich mit den Bischöfen auch zu Wort kommen. Das lasse ich jetzt mal offen. Und insofern hat es schon eine gewisse Aktualität für einen katholischen Theologen, was hier im Mittelalter geschehen ist. Das heißt, Margarete wünscht sich explizit eine andere kirchliche Gemeinschaft. Eine größere, eine offenere, eine integrierende kirchliche Gemeinschaft. Und das ist ein derartig starkes Fanal in ihrer Schrift, dass es selbstverständlich diejenigen aufgebracht hat, die sich weiterhin für die etwas kleinere Kirche einsetzen wollten. Also für die zwei Ebenen in der Kirche, bei der sozusagen die große nur ein Resonanzboden ist. Also die Laien nur ein Resonanzboden ist für die Fachleute. Es ist nicht nur ein katholisches Problem nebenbei, sondern es ist durchaus auch ein evangelisches Problem, wie ich gut weiß. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie eine Widerstandshaltung, nicht explizit bei Meister Eckhart, der sich ja im Rahmen sozusagen seiner hierarchischen Möglichkeiten bewegt, als anerkannter Professor, zugleich also auch als anerkannter Führer im Dominikanerorden, und einer Frau, die eine solche Unterstützung nicht aufzuweisen hat und die ohne Unterstützung auch gar keine Chance hat, als die Inquisition gegen sie vorgeht. Aber da ist ein interessanter Unterschied. Wie leistet Meister Eckhart in dem Prozess Widerstand? Auf der aristokratischen Ebene seiner Gelehrsamkeit inszeniert er einen Widerruf in der Kölner Dominikanerkirche, die nicht mehr steht. In diesem Widerruf sagt er, er würde alles widerrufen, insofern ihm nachgewiesen werden würde, dass es gegen die Lehre der Kirche sei. Das ist natürlich ein schöner kleiner Vorbehalt, der aber offensichtlich gegenüber diesem aristokratischen Kleriker von sowohl in Köln als auch in Avignon akzeptiert worden ist. Es wird dann gesagt, er habe widerrufen, aber es gibt keinen einzigen Widerruf als insofern.
Ich weiß jetzt nicht genau, ich war in Avignon nicht dabei, was da passiert ist. Wir haben natürlich das schon alles aufgearbeitet, warum es dazu der letztlich, es wäre letztlich nicht zur Verurteilung gekommen, wenn der Erzbischof von Köln nicht darauf bestanden hätte. Der hat dem Papst dann zweimal geschrieben, wo bleibt das Urteil? Und der Papst hat zunächst gesagt, der ist ja tot, da machen wir doch nichts mehr. Und damit war aber der Kölner Erzbischof nicht zufrieden. Es gibt eine gewisse Kontinuität der Kölner Erzbischöfe bis heute. Und worauf ich hinaus will, ist nur der Reinigungseid von Meister Eckhart, der war juristisch außerordentlich notwendig. Hätte er diesen Reinigungseid nicht ausgesprochen, wäre er unter die Inquisitionsbehörde in Köln gefallen. Und zwar hätte er dann einen Eid leisten müssen, mit der Inquisition mitzuwirken. So hat er sich auf den Papst berufen und hat gleichsam er hat natürlich mitwirken dürfen, insofern er ja eine Verteidigungsposition einnehmen konnte. Auch ein Privileg, hatte Marguerite überhaupt nicht die Chance dafür. Und Marguerites Eid bestand in der Eidverweigerung. Sie starb auf dem Scheiterhaufen, weil sie den Reinigungseid verweigert hat. Sie hat diesen Reinigungseid deswegen verweigert, weil er gleichzeitig bedeutet hätte Denunziation. Wo ist das Buch hingegangen? Wen kennst du, der das Buch besitzt? Also gleichsam ein Geständnis, ein umfassendes Geständnis über das Schicksal dieses Buches und seiner Leser und Anhänger, soweit sie ihr bekannt waren. Und dies hat sie verweigert. Und dieser Sinn für die Wahrhaftigkeit und den Schutz der entsprechenden Personen, aber auch natürlich des Buches, hat dazu geführt, dass sie als nicht kooperierte, also in der Inquisition war es schon möglich, über Kooperation gleichsam ein milderes Urteil zu erreichen. Also einer ihrer Verteidiger, der herbeigestürmt war, ein Apostoliker, der wurde, nachdem er kooperiert hatte mit dem Eid, eigentlich zur Kirchenhaft verurteilt. Das war alles. Aber sie wurde verbrannt. Und entscheidend war die Eidverweigerung, die zunächst dazu führte, dass sie in der katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Und als das nichts half, kam dann das Urteil, ein offizielles Urteil, ein Auto da fe auf dem Pariser Marktplatz, wo dann entsprechend auch die Tribünen aufgebaut worden waren, ähnlich wie wir das später dann in spanischen Zeiten haben, und wo das dann abgesegnet worden ist von anwesenden Bischöfen, Prälaten, Patriziern, städtischen Behörden und dergleichen. Aber das alles, weil sie den Eid verweigert hat. Und das erzähle ich deswegen gern, um diese unterschiedliche soziale Situation zu markieren. Die Eidleistung von Meister Eckhart in Köln, die ihn gerettet hat und letztlich auch nur dazu geführt hat, dass er nicht als Ketzer verurteilt worden ist und der katholischen Kirche auch amtlich nicht als Ketzer gilt, sondern der Unterschied besteht darin, dass Sätze von ihm verurteilt worden sind. Und diese Sätze soll er widerrufen haben. Also insofern ist das katholisch alles in Ordnung bei ihm. Nur die Ketzerromantik des 19. Jahrhunderts hat sich damit natürlich nicht zufrieden gegeben. Die hätte ihn gerne noch behalten, nicht? Also mehr so als eine Art frühe Nietzsche oder dergleichen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir tatsächlich zur Kenntnis nehmen müssen, in welcher sozialen Situation waren damals diejenigen, die wir heute als Mystiker bezeichnen. Und das ist eine sehr unterschiedliche soziale Situation und in dieser unterschiedlichen sozialen Situation auch eine sehr unterschiedliche soziale Wirksamkeit. Der Meister Eckhart hatte ich in den Vordergrund gestellt, die Menschenwürde und am Schluss nochmal die Gerechtigkeit. Marguerite stelle ich in den Vordergrund, dass eine größere Kirche gedacht ist, bei der jede auch Geistträger sein kann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.